Seit langer Zeit ist es endlich wieder möglich, Gäste in das Berliner Abgeordnetenhaus einzuladen. Der AfD-Abgeordnete Roland Gläser lud ein zu einem Fachgespräch zum Thema Geheimdienstkontrolle. Hallo Berlin. Anderthalb Jahre lang waren wir wegen der Corona-Krise ziemlich beeinträchtigt, was unsere politische Arbeit anging. Jetzt sind wir froh, dass wir wenigstens wieder ein Expertengespräch mit Bürgern im Berliner Abgeordnetenhaus durchführen können. Inhaltlich geht es heute darum, was die Geheimdienste in unserem Land dürfen und wie es um die parlamentarische Kontrolle bestellt ist. Die Tatsache, dass das Parlament wieder für Besucher geöffnet ist, ist natürlich der Demokratie in höchstem Maße zuträglich und es sollte sich weiterhin so entwickeln. Die Bürgerbeteiligung ist natürlich außerordentlich wichtig, gerade im Gespräch mit dem von uns gewählten Abgeordneten. Das ist absolut zu begrüßen. Unsere Demokratie braucht Offenheit, braucht Information, braucht Transparenz. Und dass die Fraktion hier im Abgeordnetenhaus die Bürger einlädt, das ist ein wirklich Zug von aktiver Demokratie, die zeigt, dass wir alle mitarbeiten müssen, um unseren Staat wehrhaft zu erhalten. Nach einer angeregten Diskussion schlossen die Teilnehmer den Tag im Abgeordnetenhaus ab mit einem Besuch des Spionagemuseums am Potsdamer Platz.